hier bei uns in der Kirche, bei Ihnen zu Hause, wird heute am 4. Advent die 4. Kerze angezündet. Wir merken also, es handelt sich um eine runde Sache, die wir hier feiern. Das Evangelium des heutigen 4. Adventssonntag stellt uns die alles entscheidende Begegnung zwischen Maria und dem Engel vor. Aus heiterem Himmel erfährt Maria, dass der Himmel sie braucht, dass es auf ihre Bereitschaft und ihr Ja ankommt, damit Gott Mensch werden kann. Maria braucht eine ganze Weile, um sich zu ihrem Ja durchzuringen. Und danach heißt es einfach so, der Engel verließ sie. Da ist Maria wieder plötzlich alleine mit ihrer Bereitschaft. Sie hat keine Ahnung, wie das Ganze gehen soll. Sie hat keine Ahnung, wie die nächsten Jahre werden wollen. Aber sie entscheidet sich, den ersten Schritt zu tun. Im Vertrauen auf Gott, den ersten Schritt zu machen und zu hoffen, dass es ein guter Weg wird. Maria gewinnt dabei. Wir sagen euch an, den lieben Advent, seht die erste Kerze brennt. Wir sagen euch an, eine heilige Zeit, machet dem Herrn den Weg bereit. Freut euch, ihr Christen, freut euch sehr, schon ist Gnade der Herr. Wir sagen euch an, den lieben Advent, seht, die zweite Kerze brennt, so nehmet euch eins und das andere an, wie auch der Herr an uns getan. Freut euch, ihr Christen, freut euch sehr, schon ist Gnade der Herr. Wir sagen euch an, den lieben Advent, seht, die dritte Kerze brennt, nun tragt eure Güte hellen Schein, weit in die dunkle Welt hinein. Freut euch, ihr Christen, freut euch sehr, schon ist Gnade der Herr. Meiner Mitbrüder des Kapuzinerklosters, die Frauen unseres Konventes hier, wünschen wir Ihnen gesegnete Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Mit zärtlichen Tränen, den Schönsten, den Liebsten bald bei dir zu sehen, den Schönsten, den Liebsten, bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben, bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben, den Schönsten, den Liebsten, bald